weiß ich nicht. Also ich habe keins. Wir sind jetzt in den letzten Wochen sind wir viel unterwegs gewesen und jetzt haben wir auch wieder eine Woche gehabt mit in Leipzig ein Spiel, jetzt im Europapokal in Midtjylland und ja, also man gewöhnt sich dran, aber bestimmte Rituale gibt es da jetzt nicht. Nee, das auch nicht, das kriegt man immer zufällig mitgeteilt. Ja, wir spielen manchmal, wenn wir Zeit haben, auf dem Flughafen, spielen wir noch ein paar Gesellschaftsspiele oder sitzen zusammen, aber eigentlich ist dafür wenig Zeit, jetzt gerade wenn wir auch erstmal nach Amsterdam fliegen und dann weiter. Das ist immer nur so ein Zwischenstopp, wo wir eigentlich nicht viel Zeit haben, nur kurz was zum Essen einschmeißen oder was trinken und dann geht es schon wieder weiter. Da hat der Manuel Spät mitgebracht, das heißt Zack. Ist ähnlich wie Mensch ärgere dich nicht nur mit Karten. Ja, in der Bundesliga läuft es nicht ganz so, ja, hast du recht. Jetzt haben wir gegen Leipzig deutlich verloren, hatten nicht den Hauch einer Chance, was natürlich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, warum das so war. Und war gar nicht so schlecht, dass wir gegen Leipzig gespielt haben. Jetzt wissen wir schon mal, wie es gegen Midtjylland nicht läuft, weil die eigentlich einen ähnlichen Handball spielen. Auch schnell nach vorne, aus einer kompakten Abwehr raus. Und dann versuchen, den Gegner zu überlaufen. Und das muss man halt verhindern, dass das nicht das Gleiche passiert wie in Leipzig. Ja, natürlich, als wir mitbekommen haben, dass das Final Four in der Heimat stattfindet, dann sind wir halt noch einen Schuss extra motiviert, keine Frage. Es wäre schade, wenn das ohne uns stattfinden würde, aber jetzt sind wir auf einem guten Weg und da wollen wir auch dann morgen den nächsten Grundstein legen, dass wir dann mit hoffentlich 6:0 Punkten eine gute Ausgangslage dann zu Hause gegen den Thüringer im direkten Rückspiel haben. Ja, natürlich ist es schon ein gewisser Stress, die Europapokalspiele, aber man freut sich ganz klar drauf. Also das ist, man arbeitet dafür, dass man sich dafür qualifiziert und dann ist immer was Besonderes. Und ja, so Reisen sind auch immer schön, wenn man noch ein bisschen was von der Stadt oder von dem Land mitnehmen kann. Ja, so ganz bestimmte Rituale gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Wir sitzen auch immer unterschiedlich, dadurch ist es ein bisschen schwierig. Wir haben eher damit zu kämpfen, dass wir genügend Platz haben, jeder Einzelne, aufgrund unserer Körpergröße. Aber sonst, ja, die meisten beschäftigen sich mit einem Buch oder ja, schauen irgendwie eine Serie übers iPad oder sonst was. Also da hat jeder, glaube ich, so seine eigene Ding. Ja, stimmt. Also in der Liga läuft es natürlich noch nicht so, wie wir uns das alle erhofft haben. Wird jetzt natürlich da schwierig, nochmal die Kurve zu kriegen. Im Europapokal allerdings sind wir 2 Siegen gestartet. Jetzt mit Midtjylland kommt auch ein schwerer Gegner. Die haben gerade auf halb links und halb rechts haben sie 2 norwegische Nationalspieler, die sehr wurfstark sind. Und ja, die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass sie da gut mithalten können. Und ja, ich denke, das wird ein offenes Match. Und aber natürlich fürs Weiterkommen ist für uns enorm wichtig, wenn wir dort punkten könnten. Spieler noch verletzungsbedingt ausfällt, aber ja, vielleicht sind diese Spiele jetzt im Europapokal, wo es ja ein bisschen besser läuft, wo wir ein bisschen besser drin sind, vielleicht können die uns auf die Liga wieder Selbstvertrauen geben. Ja, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, aber klar, wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen, dass wir den Fokus nicht zu sehr auf den Europapokal legen und die Liga da auch im Auge haben, weil da ja nach hinten sind es nicht mehr ganz so viele Punkte und ja, da müssen wir schon schauen, dass wir da vielleicht noch den einen oder anderen Platz nach oben gut machen, aber allerdings müssen wir uns dann natürlich an der Leistung deutlich steigern.